Hi Leute, schön, dass ihr einschaltet. Wir werden heute in diesem Video über einige Dinge sprechen, die Suicide Squad Kill Justice League betreffen, wie ihr besseren Fortschritt, schnelleren Fortschritt machen könnt und auch noch sonst ein paar Tipps, die mir so aufgefallen sind, während ich das Spiel erkundet habe. Mit der Story bin ich mittlerweile durch, aber wir gucken uns jetzt dann auch langsam das Endgame an. Auf jeden Fall im ersten Tipp wollen wir drauf zu sprechen kommen, wie ihr vor allem besseren Loot bekommt. Und das ist natürlich erstmal hier beim Team, wenn ihr ins Menü geht, die Schwierigkeit. Wenn ihr die Story durch habt, werdet ihr nach einer Weile, ich habe es jetzt leider noch nicht freigeschaltet, noch mehr Schwierigkeitsgrade dazu gefügt bekommen, nämlich insgesamt 5 extra Schwierigkeitsgrade. Aber ansonsten natürlich, wenn ihr am Anfang seid, seid ihr natürlich auf Spaziergang gestellt und ihr könnt natürlich gleich mal versuchen, das mit Angstschweiß zu versuchen. Es ist möglich, ich habe nur bei Flash einmal auf Pass lieber auf runtergestellt. Ansonsten habe ich die komplette Story bisher auf Angstschweiß durchgespielt, also auch den finalen Kampf damit. Es ist machbar und ihr kriegt plus 20% Erfahrungspunkte und plus 30% Ressourcen. Und wenn das Ganze natürlich mit den weiteren Schwierigkeitsgraden so fortgeht, kriegt ihr noch geileren Loot, noch bessere Belohnungen für euren Spielfortschritt. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Also versucht wirklich hier so weit nach oben wie möglich zu gehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Natürlich, dass es euch auch noch Spaß macht, aber damit ihr möglichst viel rausholen könnt von eurem Spielerlebnis für guten Loot. Als nächstes würde ich euch ans Herz legen, hier die Aufträge erstmal zu machen. Bei Hack habt ihr die Möglichkeit, die Aufträge anzunehmen und ihr bekommt einen täglichen Bonus, wenn ihr eine bestimmte Anzahl abschließt. Also für bestimmte Abschlüsse, eine bestimmte Nummer, welche auch immer das ist bei euch. Ihr kriegt es hier 2 täglicher Bonus, zum Beispiel bei mir. Ja, hier läuft ein Timer runter. Dann kriegt ihr wirklich viele schöne extra Ressourcen als täglicher Bonuszusatz. Hier unten seht ihr es ja zum Beispiel. Und das könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Hier einfach aus der Liste auswählen, was ihr gerade machen wollt. Und dann macht ihr das nebenbei einfach, während ihr zockt. Und schließt diese Sachen ab. Natürlich, bei manchen muss man gucken, was es genau zu tun gibt. Hier muss man mit Toxikologie arbeiten zum Beispiel. Dann sollte man diesen Zustand natürlich auch mit im Gepäck haben. Ansonsten macht man hier nie einen Abschluss. Ja, deswegen vielleicht die einfachen Dinge erstmal rauspicken. Oder es gibt auch manchmal besondere Aufträge, die sind so ein bisschen gelblich unterlegt. Die bringen natürlich noch mehr Fortschritt für euch. Als nächstes lege ich euch bei der Karte ans Herz, hier die neue Ausrüstung freischalten beim Keyboard. Bei der Tastatur ist es die W-Taste. Dann könnt ihr eine Übersicht bekommen mit allen Support-Squad-Missionen. Und ich würde euch auch raten, hier dran zu gehen und die möglichst alle abzuschließen. Ihr seht, ich bin auch noch hinterher, muss hier noch viel machen. Ich habe jetzt erstmal die Story fertig gespielt. Jetzt mache ich mich langsam an die Arbeit, dass ich das hier alles freischalte. Denn es wird sich auf jeden Fall lohnen. Hier kriegt ihr mehr Zustände von Ivy zum Beispiel. Hier kriegt ihr beim Pinguin mehr Funktionen beim Crafting. Schaltet euch mehr frei. Wenn ihr bei Hack hier die Aufgaben macht, könnt ihr halt eben parallel mehr aktive Aufträge haben. Und das ist natürlich immer schön, mehr parallel absolvieren zu können. Deshalb auf jeden Fall empfehlenswert, diese Sachen hier tatsächlich so schnell wie möglich zu machen, nachdem ihr mit was auch immer fertig seid, was ihr gerade am Machen seid. Dann habe ich noch einen Tipp für euch, der ist mir aufgefallen, während ich gespielt habe. Und zwar, ich sehe viele, die so die Wände hochgehen, ja, einfach so hochlaufen. Und das ist auch mit anderen Charakteren so. Aber wenn ihr jetzt mal die Zeit vergleicht, wenn ihr jetzt dahin geht und dann fangt ihr an, da hoch zu springen, könnt ihr die Wände eigentlich schneller hochgehen. Also bei der Tastatur, mit Maus und Tastatur, wenn ihr zockt, ich weiß nicht, wie es beim Controller ist, aber ich würde jetzt hier einfach mit der Richtungstaste und der Shift-Taste hier so hoch sprinten. Ja, das dauert allerdings ein bisschen länger. Und, könnt ihr abkürzen, indem ihr jetzt einfach die Shift-Taste gedrückt haltet und die Leertaste drückt. Dann springt ihr hier hoch und ihr könnt die ganze Zeit hochspringen. Ja, seid ihr viel schneller an den Hauswänden hochgekrochen als mit der normalen Steuerung. Falls das jemand noch nicht wusste, kann er diese Funktion mal ausprobieren, diese Steuerungsmethode an den Wänden hochzugehen und ein bisschen Zeit sparen oder ein bisschen schneller sein, wenn es dann mal um Matches geht, wo ein Timer runterläuft oder man gucken muss, dass man schnell unterwegs ist. There you go. Dann blende ich euch jetzt mit Sicherheit nochmal im Vollbild einfach ein paar Szenen ein. Das erste ist nämlich ein wichtiger Tipp, wie ich finde, wenn ihr natürlich diese goldenen Viecher da findet mit so einem Sensor, der dann rechts oben am Bildschirmrand erscheint, dann müsst ihr nicht dieses Viech finden, sondern ihr müsst den Wirt finden. Der leuchtet ein bisschen golden-gelblich, anstatt diese lila, eine Kugel von Brainiac. Das kann zum Beispiel auch ein Helikopter sein, der in der Luft schwebt und so ein bisschen gelblich leuchtet. Und den müsst ihr abknallen, dann kommt dieses gelbe Viech raus und dieses gelbe Viech so schnell wie möglich killen, so schnell wie möglich erledigen, weil da kriegt ihr richtig
viel Ressourcen raus. Aber das ist nicht alles, nämlich das nächste, über was ich reden möchte, ist, es gibt diese Viecher nicht nur in goldener Farbe, mit so einem goldenen Schweif, es gibt diese Viecher auch rot. Und meistens erkennt ihr das, wenn ihr den Sound anhabt und auf so einen kleinen Schrei achtet. Wenn dieses Viech in der Nähe ist, kommt so ein kleiner Schrei, so ein komischer. Und dann ist es ein Hinweis für euch, dass irgendwo dieses Viech an der Wand hockt. Und dann würde ich euch empfehlen, natürlich dieses Viech, das leuchtet so ein bisschen rötlich, sieht auch aus wie das Goldene, das so schnell wie möglich zu killen, weil auch dieses Viech droppt massig Ressourcen. Und die könnt ihr natürlich bestens gebrauchen, um dann auch im Endgame vorwärts zu kommen, aber auch einen guten Loot zu bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr diese Viecher irgendwo seht, direkt drauf, so schnell wie möglich fertig machen und dann habt ihr richtig was davon. In diesem Sinne, Leute, danke ich euch fürs Einschalten heute. Ich hoffe, es war was Nützliches für euch dabei. Lasst mir gerne Feedback unten in den Kommentaren da und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder reinschaltet, den Kanal vielleicht abonniert für mehr Suicide Squad Content und auch mal beim Twitch-Stream vorbeischaut, der eigentlich mehrmals pro Woche abends immer stattfindet. In diesem Sinne, die Links unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, haut rein und ciao.